Irgendwie mache ich gar keinen Gewinn die ganze Zeit, oder? Das Geld, was ich verdiene, gebe ich die ganze Zeit aus, um wieder zu reisen. Der Narr schenkte mir ein verächtliches Lachen und forderte mich zum Kampf heraus. Falls ich gewinnen sollte, würde ich großzügig belohnt werden. Je mehr Lebensenergie am Ende übrig bleibt, desto mehr Belohnung bekomme ich, okay. Ich frag mich, was passiert wäre bei einem Perfect. Naja, gut. Immerhin, jetzt hat sich die Reise gelohnt. Der Gegner bewegt sich schneller, besiege deinen Gegner. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, dass ich von so Zwischengegnern nicht die Story lese. Noch weiter vorlese, weil das ist ja sowieso immer dann irgendwelches sinnlos Quatsch, was mit der Story nichts zu tun hat. Oder mit der Nebenmission. Ein Degen. Ich will keinen Degen. Ein würdiger Gegner erwartet mich am Ende meiner Reise. Unser beider Stolz stand auf dem Spiel, als wir zu kämpfen begannen. Du und deine Gegner haben erheblich erhöhte Angriffskraft. Ah, meine Energie ist aber zur Hälfte runter, glaube ich noch. Das ist natürlich blöd. Ah ne, okay. Bei einer Okay, nur auf der Reise ist dann... wird die Energie nicht nachgeladen. Wenn meine Nebenmission anfängt, ist dann doch aufgeladen. Uppercut. Your soul surges in your body. Chris Naga. Nee. Boah, was das immer für lange Reisen sind, ey. Mitten auf dem Meer. Wer greift mich mitten auf dem Meer an, bitte? Du wirfst Schaden zurück, wenn du einen Abwehrstoß ausführst. Ganz ehrlich, mitten auf dem Meer.
Klassischer Ring-Out. Hinterher springen mit Taki. Ich erhielt einen Auftrag, einen Schurken aus dem Weg zu räumen, der die Gegend unsicher macht. Anscheinend hat er schon mehrere Söldner und Kopfgeldjäger besiegt. Deine Gegner kannst du nur mit Angriffen mit kritischer Klinge töten. Okay, was ist denn mit kritischer Klinge? Was ist kritische Klinge? Das ist kritische Klinge. Oder? Das ist kritische Klinge. Toll, die Geldbelohnung, die bringt so fast gar nichts. Da habe ich mehr Geld ausgegeben, um da unten hinzukommen, als ich reingekriegt habe jetzt. Und die kann ich immer noch nicht machen. Stufe 41, ey. Stufe 24, Stufe 41. So kann man auch verhindern, dass man erstmal zu viel macht. Was soll's, schmeiß mal das ganze Geld fürs Reisen aus. Wer will schon was Tolles kaufen? Jetzt habe ich die Anforderung wieder nicht gelesen. Verdammte Hacke. Ich hoffe, das steht da unten nochmal. Kommt gar nicht dazu, Kombos zu machen. Oh. Das ist jetzt interessant. Ich möchte die neuen Waffen ausrüsten. Y war da. So. Ach, die kann ich noch nicht, weil ich noch nicht Stufe 13 bin. Okay. Das ist natürlich blöd. Nee, dann lassen wir's. Jetzt habe ich schon wieder nicht die Bedingung gelesen. Ah! Ah, okay. There you go. This is gonna hurt.
Zack. Weg mit dem Dreck. So, jetzt muss ich vom nächsten Kampf auf jeden Fall mal irgendwas essen. Boah, ich krieg immer geilere Waffen. Ich muss im Level schneller aufsteigen. Ich muss stärker werden. Ein Turnier. Der Shimazu-Clan aus dem südlichen Kyushu, der für seine Kampfkunst können bekannt war, veranstaltet ein Turnier. Zum Beginn des Kampfes ist ein Balken der Seelenleiste eines Gegners gefüllt. Besiege deinen Gegner. Okay. Ich bemerkte eine Menschenmenge, die sich vor dem städtischen Anschlagbrett versammelt hatte. Ich fragte, was der Grund für die Aufregung sei. Mir wurde erklärt, dass der Shimazu-Clan, der über Satsuma herrscht, nach Kriegern sucht, die ihre Kampfkünste in einem privaten Turnier zur Schau stellen würden. Du wirkst ziemlich stark. Jeder kann teilnehmen. Probier es doch mal. Es kostet dich nichts. Da ich mich auf die Probe stellen wollte, meldete ich mich zur Teilnahme an und wurde sofort zu meinem ersten Kampf eingeteilt. Ich machte mich auf den Weg zur beschriebenen Arena. Ja, auf die Fresse hauen. Beine brechen. Arme knacken. Schädel. So. Ist halt ein Mitsurugi-Yoshimitsu-Mix. Bam! Voll der Super-Move zum Abschluss. War's das schon? Achso, zweite Runde. Das Klirren aufeinanderprallenden Metalls erfüllte das Turniergelände. Moment mal, ich muss da einmal kurz zurück. Ah ja, ich wollte nur gucken, ob meine Energie aufgeladen ist. Das Turniergelände des Shimazu-Clans. Ich hatte die zweite Runde erreicht. Zu Beginn des Kampfes seine Seelen leicht in leicht gefüllt. Besiegelt deinen Gegner. Ich gewann meinen ersten Kampf und man wies mir einen zweiten Gegner zu. Wow, du hast wirklich gewonnen. Nicht schlecht. Also gut, ab jetzt feuere ich dich an. Ich wandte mich von meinem einzigen Bewunderer ab, um mich auf meinen Gegner zu konzentrieren und nahm meine Position ein. Richtig so. Mach das Beste draus. Junge. Okay, vielleicht hätte ich damit nicht anfangen sollen. Mit dem dummen Greifen. Easy. Richtig easy. Jawoll! Lebensenergie plus 12. Das hilft doch auch schon mal weiter. Dritte Runde. Funken folgten zwischen wirbelnden Klingen auf dem Turniergelände des Shimazu-Clans. Es war Zeit für die dritte Runde. Zu Beginn des Kampfes ist ein Balken deiner Seelenleiste gefüllt. Besiege deinen Gegner. Jetzt ja schon Stufe 15.
Ich überstand auch den zweiten Kampf und ein dritter Gegner wurde aufgefordert, gegen mich zu kämpfen. Die Anzahl der Zuschauer nahm zu. Die Person, gegen die ich kämpfte, war auch talentiert genug, um es so weit zu schaffen. Ich musste mich konzentrieren und aufmerksam bleiben. Wir verbeugten uns voreinander und zückten unsere Waffen. Na! Oh oh! Jawoll! Geile Scheiße. Halbfinale. Ach, ist auch immer nicht Ende. Boah, Stufe 20. Die Augen der Krieger im Turnier des Shimazu-Clan waren so scharf wie ihre Klingen. Ich hatte das Halbfinale erreicht. Scheiße. Ich hatte mich bis ins Halbfinale vorgekämpft. Die Arena war mit Zuschauern gefüllt, die ihre Favoriten anfeuerten. Ich habe von Anfang an Shibi geglaubt. Ich habe ihm sogar gesagt, dass er an diesem Turnier teilnehmen soll. Anscheinend hatte ich das Interesse von vielen Bewunderern auf mich gelenkt. Angefeuert von ihren anspornenden Rufen hielt ich mich bereit. Ja, Stufe 20 dürfte jetzt nicht ganz so einfach werden. Der gerade Stufe 15 war ja schon nicht von schlechten Eltern. Battle 1. Fight! Oh nein! Ah, das sieht nicht gut aus! Oh. Das war eher unkontrolliertes Drücken nur noch. Muss ich ja ehrlich zugeben. Wow. Scheiße. Oh, lass es reichen, bitte. Nein, scheiße. Nein! Oh!
to rest. Ja, versuchen wir natürlich erneut, oder? Kann ich auch mittendrin erneut? Nein! Ach, das ist doch scheiße jetzt! Ja! Fuck you! Fuck you! Boah. Nun ging es im Turnier des Shimazu Clan um alles oder nichts. Das Finale stand bevor. Stufe 28. Zu Beginn des Kampfes verfügst du und dein Gegner über permanente Seelenladung. Permanent! Eine Gruppe wichtig wirkender Samurai, Gefolgsmänner des Shimazu Clans, saß in der Nähe der Arena auf einer Reihe von Hockern und wartete auf den Beginn des Kampfes. Der letzte Kampf des Turniers stand bevor. Ich hatte es bis hierher geschafft. Entschlossen, den Sieg zu erringen, nahm ich meine Kampfposition ein. Kampfposition. Er juckt. Muss man ja auch ausnutzen, wenn man das hat, ne? Naja, okay, war klar, dass er das auch nutzt. Nein! Ach, ey. Ach, scheiße, er liegt am... Ah, okay, hat er nicht gereicht. Ich mach da jetzt gar nicht viel Rumprobiererei oder so. Ich
Nein! Ach, fuck, man! Ja, 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 fick dich! Bam! So geht das. Du hast es geschafft, Chibi. Ich wusste, dass ich ein gutes Auge für Kämpfer habe. Der Kampfrichter beendet den Kampf und die Zuschauer waren außer Rand und Band. Ich hatte gesiegt. Ein Samurai, der fast in der Mitte der Gruppe saß, stand auf und kam zu mir herüber. Du hast wirklich Talent bewiesen. Der Fürst möchte dich anheuern, wenn du noch keinem anderen verpflichtet bist. Was sagst du dazu? Ich lehnte mit der Erklärung ab, dass ich mich auf einer persönlichen Mission befand. Der alte Samurai seufzte und gab mir als Belohnung einen schweren Sack mit Münzen. Wenn wir jemanden wie dich hätten... Ach, sag Bescheid, wenn du deine Meinung ändern solltest. Die Tore des Shimazu-Clans stehen dir offen. Schön. Your soul surges in your body. Stufe 12. Also ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ja, wenigstens 3000 Münzen. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.